Ich bin wieder da bei Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Ja, ich habe schon sehr viel in diesem Spiel freigespielt, über 80% jetzt mittlerweile. Ich habe das erste Level jetzt auch komplett gespielt, da kann ich jetzt euch das auch mal zeigen, wie es dann aussieht. Endor 100% abgeschlossen, ein Goldstein, 10 Minikits inklusive des Bonus halt Vara Jedi. Hat da alle goldene Steine dann schon freigeschaltet. Als nächstes kommt dann quasi Part 1. Das ist nämlich der Angriff auf Jakku. Ich wollte schon mal kurz gucken, ob ich alle roten Steine mittlerweile jetzt schon hier habe. Ja. Gut, das heißt, dann kann es auch wirklich weitergehen mit dem ersten richtigen Kapitel zu Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Nämlich der Angriff auf Jakku. Natürlich, da kann ich dann auch die Geschichte wiederholen. Das ist aber nicht Sinn und Zweck jetzt, sondern Sinn und Zweck soll jetzt sein, dass ich über das freie Spiel an alle anderen Gegenstände rankomme. Hier seht ihr halt, im ersten gibt es halt, da habe ich einen von einem roten und drei von drei Minikits. Im ersten Abschnitt gibt es nichts mehr zu holen, aber dafür im letzten, da gibt es quasi keinen roten mehr, wie verständlich, und eins von sieben Minikits habe ich nur. Ich werde aber, um es nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, alles nochmal in diesem Level spielen, weil es ja nicht selbstverständlich, dass man die da gefunden hat. Auf jeden Fall Sinn und Zweck ist es, dass ich hinterher mit 10 Minikits rausgehe, Vara Jedi und den roten Stern auch habe. Und wie gesagt, einige Sachen davon habe ich jetzt schon. Also geht es weiter mit Lego Star Wars, das Erwachen der Macht, Angriff auf Jakku. Die Figuren kann ich mir natürlich auch aussuchen. Können wir ja hier auch mal den, wo ist er? Darth Maul. Natürlich schön, dass man dann so viele Figuren wählen kann. Fortan können die Dinge ins Lot gebracht werden. Euretwegen haben wir nun eine Chance. Ohne die Jedi kann es kein Gleichgewicht der Macht geben. Der General sucht schon ewig danach. Oh, der General? Für mich ist sie immer noch eine Hoheit.
euch verstecken. Sie müssen verschwinden. Und dann machen das Maul. Nächstes hier kann ich wieder das Ding in die Luft sprengen. Dafür haben wir natürlich Chewbacca. Brauche ich jetzt hier gar nicht mehr viel einsammeln, sondern es geht ja wirklich darum, alles Mögliche an Objekten. Ach, der kann auch alles in die Luft sprengen, der Boba Fett.
Da haben wir den nächsten. Erstes Minikit jetzt in diesem Abschnitt.
brauchen wir wieder einen King Kong. Das heißt Chewbacca. Da brauche ich Admiral Aqua, der einzige, der hier tauchen kann, soweit ich weiß. Damit den nächsten. Damit fehlen mir hier nur noch 3 Minikits. Geworden. Etwas weitaus Schlimmeres ist dir widerfahren. Ihr wisst, weshalb ich gekommen bin. Verschwinde von hier, sobald ich vorgehe. Hast du verstanden? Ich komme dich holen. Es wird alles gut. Die Karte zu Skywalker. Wir wissen, dass ihr sie habt. Und jetzt werdet ihr sie der Ersten Ordnung übergeben. Die Erste Ordnung erwuchs aus der dunklen Seite. Du jedoch nicht. Ich zeige dir die dunkle Seite. Lassen Sie umgehend Ihren Blaster überprüfen.
Nee, ihr werdet sehen, ein einziges Minikit habe ich dann doch wieder übersehen. Aber das ist kein Problem. Ich gehe da jetzt noch einmal rein und werde gezielt nach diesem einzigen Minikit suchen. Das muss, glaube ich, relativ weit am Anfang sein. Diesen einen, den werde ich recht einfach, denke ich mal, finden. Muss jetzt noch ein bisschen besser auf den Pfeil aufpassen, weil ich wusste jetzt nicht, dass das Level direkt dahinter nochmal zu Ende war. Ich habe die Levels höchstens ein- bzw. zweimal gespielt. Von daher kann sowas mal passieren. Wieder freies Spiel. Angriff der ersten Ordnung. Ja, kann man Doku nehmen. Hier. Aha! Ha! Da hinten drin war der. Na, der war schon jetzt, muss ich sagen, schwer zu finden. Auf jeden Fall, ja. Zu diesem Abschluss dieses kleinen Bereichs. Also, der war schon sehr schwer zu finden dahinter, da oben in dem Haus. Das ist ein Sturmturm, muss man nur einmal anschießen, dann holt er das letzte Minikit raus. Gut. Da ihr das jetzt habt, könnt ihr einfach auf Level verlassen gehen, speichern und verlassen. Dann selektiert er das, was wir jetzt in diesem Level gemacht haben. Und ihr seht, jetzt haben wir dann den dritten Goldstein dort.